Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mafia 3. Wir fahren schon mal Richtung Anwesen von den, sag ich schon, von den, nicht Donnerwinds, wollte ich schon sagen. Fällt mir gerade nicht ein. Da waren wir ja ganz in der ersten Folge schon. Wir sollen jetzt gerade mal mit Donnerwind reden. Steig ein, ich erkläre dir den Plan. Das wird dir gefallen. Malcano hat Immobilienprobleme. Ich bin auch eine Malcano. Warum Olivia Malcano in die Sache verwickelt war? Nach dem, was man so hört, hatte sie 2 bis 3 Mal so viel Geld wie Sal Marcano. Geld war ihr scheißegal. Für meine Begriffe hat sie jemanden engagiert, der Lucio töten sollte. Sie wollte selbst am Ruder stehen. Meine Meinung? Sie hatte die Schnauze voll von dem ganzen Mafia-Scheiß. Wir sind am Arsch, Olivia. Ist dir das klar? Dieses Arschloch von Duvalle hat uns im Testament nicht erwähnt. Und drum kriegt sein Neffe jetzt alles. Hast du sein Testament denn auch wirklich geprüft? Ich habe zumindest den Teil gelesen, in dem steht, dass das Grundstück, auf dem ich mein Casino baue, an Steven De Garmo geht. Remy hat das Testament vor 6 Monaten überarbeitet, aber nie unterzeichnet. Und was soll das heißen? Dass ein Testament erst dann gültig ist, wenn man es signiert Verdammt hat. Verdammt nochmal, das weiß ich. Ich meine, was bedeutet es für uns? Dass ich es anfechten kann. Remy und ich waren Geschäftspartner und in einer meiner Beteiligungsgesellschaften wird das Grundstück als geschäftsrelevanter Vermögensgegenstand geführt. Klingt wie der feuchte Traum von einem Anwalt. Und was bitte habe ich davon? Da fragst du wirklich die Falsche, Sir. Ich habe fast jeden Cent, den ich besitze, in das Casino gesteckt. Einen großen Prozess kann ich mir nicht leisten. Wie kommen wir aus der Scheiße wieder raus? Steven kommt für die Beerdigung in die Stadt. Ich könnte ein Treffen arrangieren. Wir bieten ihm an, dass er für die Grundstücksübertragung eine Beteiligung am Casino erhält. Ja. Ja, gute Idee. Und wenn er unterschrieben hat, kümmern wir uns um ihn. Also gut, bereite es vor. Aber meine Geduld ist jetzt definitiv am Ende, verstanden, Olivia? Ich habe die Schnauze voll von dem Mist. Du kannst mir ruhig vertrauen, Sir. Mr. Clay ist also als Ober im Country Club aufgetaucht. Alle Anwesenden waren reiche Arschlöcher oder Mitglieder der Southern Union. Drum war es für Lincoln nicht so schwer reinzukommen. Stecken Sie einen Schwarzen in eine Livree, dann ist er so gut wie unsichtbar. Ich bin einfach durchs Tor gefahren und habe ihn vor der Tür rausgelassen. Keiner hat uns beachtet. Oh nein. Soll das etwa heißen, er hat es nur mit seiner Dienstkleidung geschafft, an Mrs. Mercanos Personenschutz vorbeizukommen? Ich habe ein Fläschchen schnellwirkendes LSD zusammengerührt. Also nach genau derselben Rezeptur, die wir für MK Ultra verwenden. Und gab es Lincoln. Mit einer Spritze hat er dann ein paar Tröpfchen in jedes Glas getan, das er serviert hat. Ein paar Minuten später waren alle, die von dem Zeug getrunken hatten, total neben der Spur. Leck mich am Arsch. Was? Was ist passiert? Interessant. Ich hab nie gelernt, eine Fliege zu binden. Traust du dir das zu? Scheiße, ich gehe da rein, verpasse den Wachen eine Dosis Militär-LSD und dann bin ich bei Olivia. Und lass dich von den Scheißern nicht provozieren. Denk dran, du kannst keine Waffen mit reinnehmen. Ja gut. Ich sehe gerade, wir kommen auch so einen Kasten. Da können wir vernetzen mit dem diesmal. Also, wir sind reingekommen, ist schon gar kein Problem. Wie wir schon auch gehört haben, wir gerade in der Dokumentation. Wir haben einfach nur alle schön vergiftet mal schnell. Oder geschweige denn mal schnell unter Drogen gesetzt. Wir sind da. Du hast die Tasche, die Spritze ist drin. Und denk dran, die Droge wirkt schnell. Die knipst dich im Handumdrehen aus. Gut, hier soll ja niemand rausfinden, was eigentlich vor sich geht. Lass dich mal ansehen. Wenn sie dich killen, haben sie wenigstens gleich was Hübsches, worin sie dich begraben können. Alles klar. Ach, Donovan, der ist so geil drauf. Hallo. Also alle anderen waren rechtzeitig hier. Betatschen diese Weißbrote auch alle anderen? Fauler Nigger, das ist Ihre Aufgabe. Die haben mich da draußen kalt erwischt, haben gefragt, wo mein Wagen ist, wo ich herkomme. Du ziehst entweder sofort deine Uniform an oder verschwindest aus meiner verdammten Küche, Knut-L. Komm mit. Leg einen Lappen auf den Tisch. Sieht aus wie ein verdammtes Rattennest. Miss Olivia kommt gleich runter. Sie wird ein paar Worte zum Tod des armen Mr. Remy sprechen. Ich find's schon krass, dass einfach wirklich, man sieht nur Schwarze, wenn man so möchte, hier in der Küche. Also ich fand's sowas schon krass. Also ich bin froh, dass sowas heutzutage nicht mehr ist. Du gießt den Gästen ihre Drinks ein. Und dass du ja mit keinem von ihnen sprichst, klar?
Bringt den Leuten ihre Drinks. Du wirst hier nicht fürs Rumstehen bezahlt worden. Jo, mach mal. Geh und bedien diese armen Gäste. Kein Problem. Unser Job. Okay. Sehr schön. Und dann in die anderen Flaschen auch noch, glaube ich. Perfekt. Und in die letzte noch. Sehr schön. Und dann gehen wir mal vor und bedienen die Gäste. Wir wollen sie ja nicht warten lassen. Nein, halt, warte mal. Bleib stehen. Oder auch der Manager, klar. Du wirst hier nicht fürs Rumstehen bezahlt, Boy. Geh und bedien diese armen Gäste. Alles klar, die armen Gäste in Anführungsstrichen. Haben die denn jetzt einen Verdächtigen? Ja, schick mir mal E-Mail nach, bitteschön. Ich glaube nicht, dass es einer der Farbigen war. Die verfluchten Affen waren nie besonders schlau. Wer möchte noch was? Wenn man sie nicht beaufsichtigt, kann man ihnen was geben? Sie schnell bösartig werden. Ah, sie möchte was. Möchte ich Ihnen allen danken, dass Sie hergekommen sind, um sich von unserem treuen Freund Remy Duval zu verabschieden. Ich weiß, bei all der Gewalt, die uns heimsucht, wäre es sicherer gewesen, zu Hause zu bleiben oder die Stadt zu verlassen. Aber Sie haben es wie Remy gemacht. Sie haben erhobenen Hauptes ausgeharrt und sind nicht weggelaufen. Es ist keine Übertreibung, zu sagen, dass Remy ein mutiger Mann war. Aber es ist nicht sein Mut, den ich am meisten vermissen werde, sondern es geht mir um etwas anderes. Er gab dieser Stadt, nein, uns, eine Stimme. Der Mörder Remys hat dieser Stadt jemanden genommen, der ihre Geschichte ehrte. Mehr noch, Remy Duval ehrte unser gemeinsames christliches Erbe, das zurückreicht bis nach Europa. Remy war mir ein Freund. Ein teurer Freund. Uns allen. Ehren wir in den kommenden Tagen und Wochen sein Andenken, indem wir uns unsere Stadt zurückholen. Schützen wir die Lebensweise, die wir alle lieben. Auf Remy! Auf Remy! Auf Remy! Jawohl, so. Verhalten wir uns doch wie zivilisiert. Ja, dann bedienen wir mal die Leibwächter. Es gibt Verrücktes. Und dann, naja, gibt es Fähnchen schwenkende Alabama-Fans. Und ich will einfach nicht, dass man dir das Herz bricht. Schätze schon. Da kommt der, bleib stehen. Wo laufst du denn jetzt hin? Bloß hier noch ein Glas oder wie? Im Grunde erlaubt diese Klausel mit den unharmonischen Gruppierungen der FHA Integration. Ich meine, wir haben jeden einzelnen Penny verloren. So, also, bitteschön, hier kann ich den nachschütten. Was soll ich den anderen nur einschenken? Wir werden sie an unseren Stolz als Weißjährig erinnern, Bruder. Denn im Moment ist das das Einzige, was das Havanu. Bitteschön. Also klar. Danke noch zu den anderen drei Wachen sind es eigentlich gewesen. Ich sehe jetzt aber aktuell nur zwei. Ah, einer steht noch da, der hält Wache. Ja gut, weil wird schon reichen. Auf jeden Fall. Ja. Hey, ich hab mit dir noch einen. Die Flasche her. Da gibt's einige Kohle. Kann sein. Im Dienst und Trinken läuft bei euch. Was Richtig. Zu meinem Vorteil natürlich. Mal, es gehörte viel mehr zum Vermögen der Duvals, als sein Vater starb. Und dem letzten noch. Müsste es gewesen sein. Der Fisch, wenn der Remy ermordet hat, wird er sich wünschen, er wäre mit der Flasche hier rüber, Mann. Geht's bitte etwas leiser. Was? Oh, er ist doch bestimmt einer von den Guten. Ja, bin ich. So. Dass wir sie entlassen mussten. Sie war schon bei uns, als unser Sohn noch ein Baby war. Aber jetzt sagt mir, was hat die sich bloß gedacht, ihren Sohn einfach so in den Pool zu lassen? Erstmal frage ich mich. Was die hinter unserem Rücken sonst noch. Alles klar. Ja gut, wir machen erstmal eine Zigarettenpause, wie es so schön beschrieben wird.
Obwohl, glaube ich, Link kein Raucher ist, aber gut. Dann werden wir es mal in den Rauchen gehen. Ein bisschen schneller könnte ich ja laufen, Link. So ist nicht. Session, da ist der Manager. Der ist schon aktiv. Der ist schon etwas auf Droge, würde ich behaupten. Die rauchen schon eine Runde, dann rauchen wir eine mit. Am liebsten würde ich auch was gerne essen. So ist nicht. Ich glaube, ich schmeiß schon mal später mal den Grill an. Naja, wir haben gerade nämlich einen neuen Grill bekommen und das kann ich gerne mal ausprobieren. Oder ein bisschen grillen, schadet nicht. Siehst du, was mit Clarence los ist? Sieht aus, als hätte der was von dem abbekommen, was hier rumgeht. Wenn du mich fragst, könnte es keinem Besseren passieren. Geschieht ihm recht. Nigger hier, Nigger da, ist jedes zweite Wort aus seinem Mund. Schlimm genug, es von den Weißen zu hören, braucht es echt nicht noch von einem von uns. Vielleicht überdenkt er dann ja mal, wie er die Dinge hier handhabt. Na, das möchte ich erleben. Ja gut, das war's auch schon mit unserer Zigarettenpause. Und dann... Oh, der muss echt zu langsam laufen. Ja gut, dann folgen wir Olivia. Interessiert mich einen Scheiß, weil es alles Weiße sind. Alles klar. Ja, die Wortfalls war hier ziemlich geil, wie zum Beispiel hier, was war vorhin? Der Bananenfieger oder irgend so. Also es war schon nicht schlecht. Ich würde mir gut überlegen, da rauszugehen. Irgendwas stimmt nicht. Cool. Komisch. Was ist mit denen los? Schauen wir direkt mal nach. Ich bleib hier drin. Die Leute sind verrückt geworden. Alles klar. Was haben die denn für Probleme? Zwinker, Zwinker. Moment, was rede ich denn da? Ich würde es dir so gern zeigen. Alles ist verbunden, weißt du? Hier. Läuft bei euch. Geht's gerade richtig ab hier. Wir sind alle verbunden. Seht ihr auch die ganzen Lichter? Läuft. Die Droge ist geil. Ich sitze alle im Kreis. Verdammt, Donovan. Die Leute drehen echt voll ab. Ja. Remy. Hier stimmt was nicht. Bring mich hier raus, sofort. Ja, Mann. Ich will zusätzliche Männer an der Vordertür und hinten. Mein Körper. Kommt hier ohne meine Erlaubnis rein oder raus. Soll ich den Gästen was sagen? Und was? Du hast sie doch gesehen. Sie sind alle von etwas befallen. Von was wohl? Ey, mein Gott, ist das geil. Die Droge, oh Mann. Na, die Leibwachen. Was? Oh. Der ritzt sich. Tut mir so leid. Oh mein Gott. Das geht jetzt ein bisschen zu weit hier langsam. Ist das für Miss Marcano? Yeah, ich meine, ja, Sir. Hier einfach durch. So. Stellen Sie es auf die Bar. Und? Okay, nichts leichter als das. Nein, Ma'am. Sie haben ihn ziemlich hart drangenommen. Hackt ihm eine Hand ab. Vielleicht stimmt ihn das um. Wir müssen hier weg, bevor was auch immer da unten vor sich geht, noch schlimmer wird. Ich glaube, unser Negerfreund hier ist etwas begriffsstutzig. Miss Olivia, er schießt den Bastard! Ja gut. So, dann müssen wir noch schnell den töten. Jetzt heißt das das. Und erledigt die Olivia Leibwächter, werden wir tun. So, bewältige Olivia. Was machen wir? Aber ich habe nicht so viel HP, deswegen nicht so pushe. Session, so soll es sein. Und dann schauen wir sie mal. Ich hätte nie gedacht, dass du erschossen wirst. Ja, genau. Lusche hat mich von Anfang an total fasziniert. Er war so attraktiv. Ich war ihm verfallen. Er hatte nur die allerfeinsten Anzüge und immer die teuersten Autos. Es hatte alles etwas unglaublich Romantisches für mich.
Da ist nichts Romantisches dabei, Leute zu berauben und zu töten. Jedem das Seine. Für mich war das alles jedenfalls sehr aufregend. Wo steckt De Garmo? De Garmo? Der ist in einem Gebäude. Unten am Wasser. Was ist, willst du mich nicht umlegen? Du bist die Mühe nicht wert. Perfekt. So, dann gehen wir runter. Jetzt haben wir wieder ein paar Waffen. Glaube ich, den Revolver. Oh. Ach, sie ist das, ne? Können wir noch mehr Schaden zufügen? Nein, gute Frage. Egal, zumindest ich schnapp jetzt erstmal hier das hier und das Gewehr noch. Molotow schadet auf jeden Fall nicht. Habe ich aufgehoben. Soll mal ausrüsten. Wie kommen wir denn hier raus? Ah, hier sind sogar Schränke, Waffenschränke. Schutzweste ist gut und was haben wir hier noch drin? Stimmt was ganz und gar nicht. Alles klar, komm schon. Jetzt hat. Nicht erschießen, nicht erschießen, nicht erschießen. Oh, okay. Ah, ist sowieso keiner hier denn. Dann kann ich es auch machen. Doch, hier ist einer. Aber sie checken es gar nicht. Passt auf die Hütte auf! Er darf nicht in ihre Nähe kommen! Hä? Den mache ich fertig! Aber das war kein Ausrufezeichen, das dachte ich. Die sehen mich gar nicht. Na gut, ah, das ist die vollautomatische Version in dem Teil. Doch die Einzelschussvariante. Ja gut. Wo haben wir denn noch? Ich finde die Einzelschussvariante besser, weil die macht halt mehr Schaden pro Schuss natürlich. Also, ich sag's nicht nochmal, Mann. Du überschreibst uns jetzt das Land, klar? Oder ich schwöre dir, ich brech dir jeden deiner verdammten Knochen, hast du gehört? Hm? Ich werde gar nichts unterschreiben. Alles klar. Gut, dann kümmern wir uns mal um die Jungs hier. Hier haben wir auch noch einen. Schleichen wir den mal hinterher und schnappen uns den. Sehr schön. So, dann haben wir noch. Alles sind zwei Stück. Jetzt hätte ich schon am liebsten gerne meine schallgedämpfte Pistole wieder. Den noch. Muss man alle Nahkampf machen? Ich meine, geht ja auch. Perfekt! Schön mit dem Kopf dagegen. So, mal gucken, dass wir an den vorsichtig rankommen. Perfekt! Auch den noch den schönen in die Birne hin drüber hauen. Und da haben wir noch zwei. Oh. Komm her. Was verdammt nochmal war das? Er kommt erstmal und steckt Waffe weg. Läuft bei ihm. Fühle sich aber sehr sicher. Komm her. Sehr schön. So soll es sein. Oh, eine Shotgun. Warum nicht? Oh, die ist sogar als Pistole Ersatz da. Finde ich sehr nice. Das heißt, ich werde dem mal eine mitgeben, den beiden. Oh, oh, oh. Geiler Kack. Ich habe dem beide eine mitgegeben. Und die beide getötet. Na, ja, die gefällt mir. Ah, die braucht aber bis ziemlich lang, bis sie wieder schießen kann. Gut, jetzt habe ich sowieso keine Munition mehr. Das ist die Einzelschussvariante, glaube ich. Ja, genau, das müsste sein. Ich finde ihn ein bisschen besser. Ja, schaut schon gut aus. Ja, genau, weil man sie so richtig, die macht halt schön Schaden einfach. Ein schöner Kopfschuss und hat sie das erledigt. So, jetzt habe ich sie auch alle hier. Soweit erledigt. Oh! Ja, nein, das war falsch. Abbrechen.
So, dann geben wir dir noch eine mit. Sehr schön. Und wir treten mal die Tür ein. Heilige Scheiße! Nicht mit mir, mein Freund. Gut, nehmen wir da hier das noch mit und das Bild. Dafür soll Zeit sein. Oh, dann haben wir hier noch. Ach Quatsch, der hat ja nur mit dem Hammer ein bisschen draufgehauen. Was soll da schon kaputt sein? Ich bring sie hier raus, aber wir müssen schnell machen. Marcano schickt bestimmt noch mehr Leute. Okay. Sie haben mich in meinem eigenen Wagen hergebracht. Er muss hier irgendwo stehen. So, ich werde jetzt aber richtig gemein sein. Ich beende die Folge hier. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.